Euer Gnaden? Ja? Darf der Angeklagte hereingebracht werden? Ja, stellen Sie bitte den Ventilator an. Mit Verlaub, bei dieser Hundehitze? Stellen Sie ihn an. Euer Gnaden, der Angeklagte. Stehen zu bleiben während dem Verhör. Verstanden? Setzen Sie sich! Setzen! Setzen Sie sich! Es ist erlaubt! Und Sie können gehen, Sweeney. Auch Sie, Rossi. Wie Sie befehlen. Danke, Euer Gnaden. New York City, den August 1950. Sie heißen, sind geboren, wann, wo, Hautfarbe, Statur, Größe, religiöses Bekenntnis, durchschnittlicher Alkoholkonsum, Geisteskrankheiten. Ich wüsste nicht. Verdächtig des Mordes an... An? Mörderisch. Diese Hitze. So heiß war es noch in keinem Sommer. Erinnern Sie sich, nur vor 6 Jahren, als Joe Bainfield und Alan Hay? Richtig, als beide getötet wurden durch eine Bombe. Damals war es ähnlich heiß. Ich erinnere mich. Natürlich sind wir nicht hier, um uns über hohe Temperaturen zu unterhalten. Ich will es hoffen. Aber es wäre töricht, wenn ich Sie die Fragen beantworten ließe, auf die ich die Antworten schon weiß. Sie? Es ist zum Beispiel richtig, dass Sie 3 Zimmer in einem alten Haus an der Ecke der 63. Straße und der 5th Avenue in der Nähe des Zoos bewohnten. Verhaftet wurden Sie von den Polizeileuten Bundy und Krämer in der Hotelhalle des Atlantic Hotels, als Sie kurz nach dem Geschehen war, dem Ausgang eigentlich zustrebten. Zustrebten. Es ist doch richtig, dass Sie... Gewiss ist das richtig. Aber verzeihen Sie, dass ich auf die erste Frage zurückkomme. Sollten Sie auch wissen, wer ich bin? Der gute Gott von Manhattan. Manche sagen auch, der gute Gott der Eichhörnchen. Der gute Gott. Nicht schlecht. In Ihrer Wohnung wurden 3 Säcke mit Eichhörnchenfutter gefunden. Und beschlagnahmt? Schade. Ich war ein Geschäft für Manhattan. Oder haben Sie je jemanden gefunden, der die vielen Automaten für Nüsse in den Untergrundbahnhöfen benutzt hätte? Sie haben diese Nüsse für die Tiere gekauft. Sie sind Tierliebhaber. Es soll Länder geben, in denen diese Nagetiere scheu und unschuldig sind. Sie sehen gemein und verdorben aus bei uns. Es heißt, sie seien mit dem Teufel im Bund. Sie sind Tierhändler, Züchter. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass ich jetzt mit dem Verhör beginne. Was erwarten Sie von mir? Rechtfertigung? Im besten Falle könnte ich Sie aufklären. Aber wenn Sie einem alten Mann erlaubten, Ihnen einen Rat zu geben... Ja, dem scheint es ganz gut erhalten. Ich,
bin selber nicht mehr der Jüngste. Fangen Sie mit dem Anfang an oder mit dem Ende. Bringen Sie ein System in die Betragung. Ich sehe, Sie haben mein Amt ausgeräumt und all meine Karteikarten und Korrespondenzen vor sich. Bequemer könnten Sie es nicht haben. Meine Arbeit war langwieriger, minutiös detektivisch. Und ich hätte sie nicht ohne die Eichhörnchen machen können. Sie waren mein Nachrichtendienst, die Melderkundschafteragenten. Mehrere hundert waren mir untertan. Und zwei von ihnen, Billy und Frankie, hatte ich als Hauptleute. Auf sie war wirklich Verlass. Ich legte nie eine Bombe, ehe die beiden nicht den Ort ausfindig gemacht und die Zeit errechnet hatten, an dem es todsicher, in der es todsicher. Todsicher? Was? Die treffen musste, die gemeint war. Wer war gemeint? Ach, Sie wissen es nicht. Wie sehen Sie die Sache? Ich sehe sie nicht mehr. Ich sah eine Kette von Attentaten gegen Menschen, die niemand bekümmert hatten. Ausgeführt von einem unauffindbaren Wahnsinn. Ich dachte, Sie nehmen die Gutachten Ihrer Psychiater ernst. Ich war nur dieser Meinung, ehe Sie mir als Urheber dieser Vorkommnisse bekannt waren. Urheber? Sehr gut. Der Urheber. Die Erhebungen sind jetzt abgeschlossen. Mit Ausnahme des letzten Falls allerdings. Der letzte Fall, wie Sie es in Ihrem zweifelhaften Jargon zu nennen belieben, ist auch für mich nicht abgeschlossen. Ich wüsste gerne, da ich keine Gelegenheit hatte, meine Aufgabe zu Ende zu führen, was aus dem jungen Mann wurde, der entkommen ist. Entkommen? Er dürfte nicht einmal verletzt worden sein. Verletzt nicht. Aber... Ist er nicht abgereist? Gewiss. Er nahm sogar noch am selben Abend das Schiff nach Cherbourg. Ah, sehen Sie. Und dieser Mensch hatte geschworen, er werde das Schiff nicht nehmen, sondern leben und sterben mit ihr. Sich Ungewissheit und Not überantworten, seine Herkunft und seine Sprache vergessen. Bis ans Ende seiner Tage. Und er nahm das Schiff. Und er hat sich nicht einmal die Zeit genommen, sie zu begraben. Und er geht dort an Land und er vergisst, dass er beim Anblick ihres zerrissenen Körpers weniger Boden unter sich spürte als beim Anblick des Atlantiks. Ja, er hat dieses Mädchen nicht begraben. Nicht einmal begraben. Ja, er verdient es wirklich zu leben. Aber ich werde Ihnen jetzt sagen, wie es kam. Wie heißt es? Die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Aber ich bin auch Kronzeuge und werde bald den Angeklagten hinter mir zurücklassen. Ich bin bereit. Es ist kaum zwei Wochen her, dass ich Nachricht erhielt von dem Vorfall am Grand Central Bahnhof. Durch ein sehr untergeordnetes Tier, dessen Dienst ich noch nie große Bedeutung beigemessen hatte und das erst seine Probezeit machte. Was war geschehen auf dem Bahnhof? Gegen 5 Uhr nachmittags. Kurz, nachdem der Schnellzug aus Boston in der Unterwelt von Grand Central eingelaufen war, als sich die Reisenden in den Hallen und vor den Ausgängen verliefen,
als sie den rotglühenden und grünenden Pfeilen nachliefen, als die Orgelmusik aus den Wänden quoll, alle Uhrzeiger sich drehten und das Licht ohne Unterlass in den Röhren tanzte gegen die immerwährende Finsternis. Waren zwei neue gekommen. Das ist nichts Besonderes, sollte man meinen. Und man kann's ruhig meinen. Und doch sind es der Ort, die Stellung eines Uhrzeigers, eine unglaubliche Musik und ein zitternder Zug auf einem Schienenstrang und ein Knäuel von Menschenstimmen, die möglich machten, dass es wieder beginnt. Was beginnt? Sie gehen hinter ihm. In rosa und weiß. Es gab so viele Stimmen. Und ihre war nichtig. Es gab so viele Möglichkeiten. Und diese war die unmöglichste. Aber sie versuchte es. Gehen bei grünem Licht weitergehen. Denk daran, solange es Zeit ist, du kannst es nicht mit dir nehmen. Weitergehen, schneller schlafen, schneller träumen mit uns. Wolkenbrüche, Niederschläge, schneller Erdbeben, leichter, sicherer, bei grünem Licht. Denk daran, Vorsicht vor der roten und braunen, der schwarzen und gelben Gefahr. Was sollen sich unsere Mörder denken? Du kannst es nicht, halt, bei rotem Licht stehen bleiben. Sie suchen den Ausgang? Bitte? Ich dachte, weil ich Sie schon im Osten gesehen habe, dass Sie hier fremd sind. Bemühen Sie sich nicht. Ich werde mich zurechtfinden. Wie hat Ihnen Boston gefallen? Nun. Und New York? Mögen Sie New York? Danke. Ich kenne es noch nicht. Ich saß im selben Waggon, zwei Reihen hinter Ihnen, die ganze Fahrt lang. Sie waren auf unserem letzten Tanzfest in der Universität. Ja, zufällig. Ich heiße Jennifer. Sie haben einmal zu mir rübergesehen und da dachte ich, Sie wollten mit mir tanzen. Ich kann nicht tanzen. Das habe ich Ihnen angesehen. Ich mag Europäer. Und was verschlägt Sie nach New York? Der Wunsch abzureisen. Wir bleiben nur noch ein paar Stunden bis zum nächsten Schiff. Oder ein paar Tage. Das ist schrecklich. Müssen Sie fahren? Ich muss nicht, aber ich will. Sagte ich das nicht schon? Nein. Gut. Auf Wiedersehen. Es hat mich sehr gefreut. Dann werde ich das lilafarbene Taxi nehmen. Und Sie können das Blau-Weiße dahinter nehmen. Die beiden werden sich noch oft begegnen auf dem Broadway oder weiter oben im Bronx. Nur werden Sie nicht mehr darin sein. Und ich auch nicht. Hören Sie. Jennifer. Frieda schrieb Ihnen nicht. Wie alt sind Sie? 23. Und was tun Sie? Ich studiere politische Wissenschaften, aber noch nicht lange. Und ich möchte auch noch die Welt sehen. Ich kenne Hotels in Boston und in Philadelphia und vielleicht bald in Paris. Nur in New York kenne ich keins. Das ist verrückt, nicht wahr? Ich bitte Sie. Ich könnte Ihnen nicht mal behilflich sein. Ja, dann können Sie auch mit mir kommen, weil es zu verrückt ist, dass Sie sich hier nicht auskennen. Ich kenne zwar auch kein Hotel hier, aber es kränkt mich nicht. Übrigens habe ich Hunger und muss zuerst etwas essen, ehe ich weiterdenken kann. Jennifer, so warten Sie doch. Was tun Sie? Nüsse. Ich hole Nüsse aus dem Automaten, weil sie hungrig sind. So macht man das. Die Musik dazu ist umsonst. Für ein Geldstück bekommt man Nüsse und Musik fürs ganze Leben. Mein Gott, das sieht hier aus wie Eichhörnchenfutter. Sie sind ganz frisch, das möchte ich beschwören. Und ich möchte auch beschwören, dass die Eichhörnchen nachts ihr ganzes Geld hierher tragen, nur damit sie immer frisches Futter bekommen.
Wissen Sie, Jennifer, was ich gesehen habe? Ein Eichhörnchen. Und es hat mir einen Brief zugesteckt. Ach. Darin steht, sag es niemand. Und weiter? Du wirst diesen Abend mit Jennifer auf der himmlischen Erde verbringen. Wieso himmlische Erde? Na, weil das ihr Name hier ist. Manahatta. So haben es mir die Indianer erklärt. Aber sie waren so echt wie die Büffel, die man auf den Rennbahnen das Laufen lernte. Von wem kommt der Brief? Ich kann die Unterschrift nicht lesen. Die Nüsse sind sehr gut, aber wir müssen trotzdem etwas Vernünftiges essen. Was ist vernünftig? Italienisches. Und Chinesisches. Und Spanisches. Und Russisches. Die Artischocken schwimmen im Öl. Es gibt bleichen Tee zu Schwalbennestern. Und Lauch zu zarten Schlangen. Und die Früchte aller Meere. Nach den Früchten aller Länder. Ich hätte Lust auf Eisluft und einen Raum mit etwas Dämmerung, weil es so warm ist. Und auf ein Getränk, das aus Grönland kommt, mit Eisschollen darin. Und ich möchte sie ein paar Stunden lang ansehen. Kühle Schultern, kühles Gesicht, kühle runde Augen. Glauben Sie, dass das möglich ist? Ich glaube es fest. Ist ja gar nicht wahr, dass du nicht tanzen kannst. Komm, wir gehen. Deine Arme ran. Deine armen, armen Schultern, tu das nicht. Tu mir nicht. Es ist 2 Uhr früh. Wo sind wir denn? Warum singen denn die Kellner nicht mehr? Trinkt nicht mehr. Hier singen die Kellner nicht. Warum nicht? Das war früher. Meine Damen und Herren. Schädigt sie mir einen Augenblick. Ihre Hand, Fräulein. Ich will Ihnen die Kuppel aus der Hand lesen. Komm. Ja. Die Zukunft, Leute, die will mir die Zukunft sagen. Zeig ihr auch deine Hand. Sie ist eine echte Zigeunerin. Braun und rot. Und so traurig. Sind Sie echt, liebe Frau? Nun? Ich kann nichts lesen in deiner Hand. Hast du dir weh getan? Ja, war es. Er hat seine Nägel hineingeschlagen. Es tut noch sehr weh. Jennifer! Nichts? Gar nichts? Ich könnte mich irren. Nicht möglich. Und seine Hand? Sie werden lange leben, junger Herr. Und sie werden nie vergessen. Aber Sie haben seine Hand ja gar nicht angesehen. Beruhige dich. Zigeunerin genehmigt schon einen Blick aus dem Satz eines Glases, aus dem man getrunken hat. In meinem zum Beispiel schwimmt eine Zitronenschale. Das ist bezeichnend. Ja. Und gute Nacht. Sie hat das Geld nicht genommen. Weißt du, ich wüsste gern, wo ich überall war mit dir.
Für das Tagebuch? Für das Notizbuch? Ich glaube, es ist nichts für das Tagebuch. Die frische Luft wird dir gut tun. Gib acht, es geht über 3 Stunden. 2 Uhr früh. Und wer sitzt hier noch auf der Straße? Armer Mann, gehen Sie nicht nach Hause? Dank der Nachfrage. Denn was ein armer Mann wie Meck vermag... Sie sind Schauspieler? Eingegangen in die schmerzensreiche Stadt und in die immerwährende Qual. Verloren unter Verlorenen. Meine kleine Gabe bitte ich für mich und meinesgleichen. Ich habe noch ein Säckchen mit Nüssen. $2 und einen Schal. Nehmen Sie es. In keinem Namen. Und vergelt's niemand. Wir sind zu viele hier, Fräulein, in der Bettlerstadt. Haben keine Farbe. Neiden den Weißen und Schwarzen die Haut. Endstation Bowery. Aber Sie gehören in die Hochbahn mit Ihrem Kavalier, ehe sie abgerissen wird. Hier stinkt alles zu sehr zum Himmel. Die Station ist links um die Ecke. Ich wünsche wohl zu ruhen. Danke. Mein Kavalier. Ich bin zu müde, um heim zu fahren. Gehen wir? Spätestens um 10 muss ich morgen. Verzeih. Wir gehen jetzt ins erste Hotel, das wir finden. Ist es dir recht? Sag mir noch einmal etwas über meine Augen. Ich glaube, es hat keinen Sinn, noch länger zu suchen. Schon so spät. Oder etwas über meinen Mund. Wie war das nochmal? Du hast mit dem Strohhalm meine Lippen berührt. Und mit deinem Knie mein Knie. Und dann sagtest du... Pas de toi. Nein. Dann sage ich dir jetzt, dass ich es schätzen würde, wenn du keine Geschichte machtest. Lass uns weitergehen. Lange gehen. Es ist bald morgen, mein Kind. Was tust du denn sonst um die Zeit? Schlafen. Aber am Wochenende, wenn es ein Tanzfest gibt, dann bleibe ich auch so lange auf. Und Arthur küsst mich zur guten Nacht. Oder Mark. Oder Truman. Du kennst Truman. Er war damals mit mir und er ist sehr, sehr nett. Und heute musst du mich zur guten Nacht küssen. Es ist etwas für Truman oder Mark. Du musst natürlich nicht, wenn du nicht willst. Sag es niemand. Was willst du denn hier? Sei vernünftig. Wünschen. Haben Sie noch ein Zimmer frei? Nur hier unten. Zimmer 1. Bezahlt mit dem Voraus. Beschlüssen. Bis Mittag räumen. Man geht nicht mit einem Fremden in ein Hotel, nicht wahr? Mir sind diese Redensarten bekannt. Diese schlechte Luft hier. Nicht einmal ein Ventilator gibt es. Ist das so schlimm? Nein. Aber ich kann doch jetzt nicht... Ich kann doch nicht... Ich weiß ja gar nichts von dir. Oh, bitte erzähl mir etwas von dir. Lass uns reden und nachdenken. Zieh dich aus. Meine armen Hände. Meine armen, armen Hände. Sieh sie dir nur an. Hast du mich nicht aufgefordert zu allen?
Mir wäre es nie in den Sinn gekommen, jemand so weh zu tun. Wenigstens das Zimmer nicht so finster und schmutzig wäre. Etwas für Kakerlaken, für Fliegen als Aufenthalt. Und ich selbst bin schmutzig. Schmutzig von feuchter Zuckerluft. Schmeckst du den Sirup in der Luft? Du bist sehr süß, Jennifer. Denk nicht daran. Mach die Augen zu. Ach nein, sagte ich süß? Ja. In Wahrheit wollte ich etwas ganz anderes sagen. Man denkt sich nämlich nichts mehr dabei, weißt du? In Wahrheit denke ich, dass ich morgen früh aufs Schiffsbüro muss. Was hat die Zigeunerin bloß gesagt? Etwas anderes als der Graphologe, der vor ihr an unseren Tisch kam. Deine zu kräftigen Unterlängen lassen auf Sinnigkeit schließen. Meine zu engen Großbuchstaben darauf, dass ich etwas verberge. Und die fliegenden T-Striche auf kühne Fantasie. Bei gutem Willen und den passenden Tierkreiszeichen ist eine harmonische Beziehung nicht ausgeschlossen. Aber, süße Jennifer, was für eine kurze Nacht werden wir beenden, ohne zu wissen, was für lange Tage der andere beendet hat. Soll ich das Licht abdrehen? Dreh es ab. Und glaub mir, ich möchte dich ja mit Schnee überschütten, damit du noch kühner wirst, als du warst und noch mehr bedauerst. Auch ich werde vielleicht bedauern oder vergessen im besten Fall. Eine Nacht ist zu viel und zu wenig. Man weiß zu wenig vorher. Auch nachher. Ich könnte das Radio anstellen. Es muss noch ein Nachtprogramm geben. Immer wenn ich abends nach Hause komme, höre ich noch Musik vorm Einschlafen. Das ist sehr schön. Musik? Du wirst es keine hören, Jennifer. Denn ich werde es nicht dulden. Du bist furchtbar. Warum tust du das? Warum? 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 Warum küsst du mich aber? Warum? Jennifer, machen Sie auf. Ich bitte Sie. Wie spät ist das? 12 Uhr. Ich müsste schon längst... Längst. Natürlich. Es sieht nur noch aus wie Nacht hier. Ein Fenster unter Tag. Ein Lichthof ohne Licht. Übrigens hatten Sie recht mit dem Schmutz. Gehen Sie doch. Ich habe Sie nicht gebeten, hier zu bleiben. Sie werden die Schiffskarte nicht bekommen und das Schiff verlieren. Sprechen Sie nicht so, Jennifer. Sie waren ganz reizend. Und ich habe Ihnen zu danken. Das ist schauerlich, nicht wahr? Was? Im Dunkeln und so tief, tief zu erwachen. Mit diesem Geschmack im Mund. Wir könnten ja zuerst etwas frühstücken gehen. Und danach werden Sie sich besser fühlen. Nichts werde ich. Und nichts mehr fühlen. Wenn du dich erst anziehen wolltest, Liebling, wir könnten dann in Ruhe über alles sprechen. Wenn wir bloß schon fort wären von hier. Geben Sie mir meine Kleider. Sie dürfen sie anfassen. Sie brauchen sich nicht abzuwenden. An welche neue Höflichkeit und Distanz wollen Sie mich gewöhnen? Es tut mir leid. Obwohl ich so reizend gewesen bin? Verzeih. Ich hätte es wissen müssen. Räumen Sie das Zimmer oder bleiben Sie? Wir sind im Gehen. Aber Dalli Dalli, wann sollen wir aufräumen? Unerhört. Mittag vorbei. Da sollte man doch... Weitergehen. Bleib gewöhnlich.
weitergehen. Vertrauen Sie uns, gestehen Sie uns. Warum nicht Genuss ohne Reue? Sagt es allen, sagt es der Welt. Vormerk auf Sonnen, ein Konto am Mond, Traumstoff, Dichter, Lichter, Rennbarer, ihr letztes Hemd, der Weg aller Dinge, warum geben sie anderen die Schuld? Pulvert auf, spannt an, berauscht, in die Breite gehen, in die Ferne sehen, denk daran bei rotem Licht. Stehen bleiben, du kannst es nicht. Ein Brief vom Eichhörnchen? Kein Brief vom Eichhörnchen. So fing es an. Es sieht nach Ende aus. Sie verstehen nicht. Jetzt erst war die Gefahr im Verzug und ich witterte, dass es wieder einmal angefangen hatte. Von diesem Augenblick an erst machte ich mich an die Verfolgung. Was war da zu verfolgen? Ich kann nichts Ungewöhnliches drin sehen, dass ein junger Mann auf Reisen ein kleines Abenteuer sucht und findet. Reisebekanntschaften, das Übliche. Nicht sehr gewissenhaft, etwas leichtfertig, aber ein Fall wie viele Fälle. Kein Fall. Der Tag war da. Die Nachtfiguren versanken. Sie sind ein Moralist. Empören sich drüber. Oh nein, ich habe nichts gegen die Leichtfertigen, die Einsamen oder Gelangweilten, denen Pannen unterlaufen. Es will ja nicht alleine sein und sich die Zeit vertreiben. Aber merken Sie denn nicht, dass es anfing? Und hören Sie, wie es anfing. Er sagte, ein Brief vom Eichhörnchen, denn es war da eine kleine Unsicherheit in ihm. Er hätte nicht so fragen dürfen. Und Sie darauf, kein Brief vom Eichhörnchen. Und er, denn sie hätte niemals so antworten dürfen, fragte weiter. Hunger? Ist das so wichtig jetzt? Ja. Hunger. Auf frischen Kaffee, weißen Toast und Orangensaft? Riesenhunger auf alles. Bei diesen Worten sah sie ihn wieder an und der Tag war da. Sie gingen also frühstücken. Von der Cafeteria aus telefonierte er mit der Schifffahrtsgesellschaft, die ihm mitteilte, dass er am nächsten oder übernächsten Tag nochmals anfragen solle, da man ihm noch keinen Platz auf der Île de France garantieren könne. Der Tag war da. In allen Geraden und Senkrechten der Stadt Bali. Die Schornsteine rührten und standen da wie die Kolonnen eines wiederentstandenen Ninive und Babylon. Und die Stumpfen und spitzen Schädel der Gigantenhäuser rührten an den grauen Tropenhimmel, der wie ein ekliger, nasser Schwamm die Dächer nässt. Die Rhapsoden der großen Druckereien griffen in die Setzmaschinen, kündeten die Geschehnisse und annoncierten Künftiges. Tonnen von Kronköpfen rollten auf die Märkte und Hunderte von Leichen wurden in den Trauerhäusern manikürt, geschminkt und zur Schau gestellt. Unter dem Druck hoher Atmosphären wurden die Abfälle vom vergangenen Tag vernichtet und in den Warenhäusern wühlten die Käufer nach neuer Nahrung und den Fetzen von morgen. Über die Fließbänder zogen die Pakete und die Rolltreppen brachten Menschentrauben hinauf und hinunter durch die Schwaden von Ruß, Giftluft und Abgasen.
Und der wilde Sommer flog erneut Farben auf dem Lack der Autokarosserien, die Hüte der Frauen, die die Park Avenue herunterschwebten, und dann die glänzenden Hüllen für Reis und Honig, Truthahn und Krabbe. Und die Menschen fühlten sich lebendig und dieser Stadt zugehörig, der einzigen, die sie je erfunden und entworfen hatten für ein jedes ihrer Bedürfnisse. Dieser Stadt der Städte, die in ihrer Rastlosigkeit und Agonie jeden aufnahm und in der alles gedeihen konnte. Alles. Auch dies. Verbrechen! Mord! Ich dachte an noch etwas anderes. Gut. Die beiden verließen also nach dem Telefonat die Cafeteria und begaben sich mit der Untergrundbahn in die 123. Straße nach Harlem. Sie besuchten dort eine Bar, in der sie zum Andenken Plastikwirts mitnahmen und zuletzt eine Kirche, also der sie zwei Pappfächer und Darstellungen aus dem Leben der heiligen Katharina von Siena entwendeten. In einem Grammophongeschäft wurden sie dabei getroffen, wie sie in Gesellschaft einiger farbiger, populäre Musikstücke anhörten, worauf sie sich dem Rat eines Reisebüros folgend in die Lexington Avenue begaben und ein Zimmer im Atlantic Hotel bezogen. Da ist noch eine Kleinigkeit, die ich nicht unter den Tisch fallen sehen möchte. Die Sache mit dem Stockwerk. Falls Ihnen an einer Klärung wirklich etwas liegt. Die Sache mit dem Stockwerk? Im siebten Stock habe ich noch 307 Treiber, mein Herr. Nach dem Hof, daher sehr ruhig. Kein Blick auf die Straße? Nicht höher oben? Nichts zu machen. Wirklich nichts. Tut mir leid. Wenn Sie länger bleiben, kann ich Sie vormerken für die Straßenseite. Weiter oben. Man kann allerdings nie wissen. Wir wissen auch nicht, ob wir dann noch da sein werden. Aber denken Sie an uns. Zur Auffahrt hierher, bitte. Auffahrt? Was für eine Auffahrt? Meine Ohren spüren es schon. Und du wirst sehen, was es oben gibt. Eine Luftmaschine mit kalter Luft, frisches Wasser und Sauberkeit. Und jede Stunde. Ich werde neugierig auf dein nasses Haar, deinen nassen Mund und deine Wimpern voll Tropfen sein. Du wirst ganz hell und weiß und vernünftig sein. Und wir werden einander nichts vorwerfen. Wenn dein Schiff fährt, wird es fahren. Wenn ich dir winken muss, werde ich dir winken. Und wenn ich dich zum Abschied küssen darf, so werde ich es tun. Rasch, auf die Wand. Sperr auf. Ja, gelehrige, eifrige Jennifer. Da ich aber so neugierig bin, wirst du noch genauer geprüft. Sag, wann ist morgen? Frühestens morgen. Und heute? Spätestens heute. Jetzt? Gleich jetzt. Kam also doch noch zu Intimität. Nein, nein. Unterlassen Sie bitte diese lächerlichen Ausdrücke. Es war eine Vereinbarung auf Distanz. Kommen wir zur Sache. Doch diese Distanz kann nicht gewahrt werden.
Sie bekommt Bruchstellen. Da war zum Beispiel dieses Lachen. Ja, es fing genau genommen damit an. Mit diesem unbeschreiblichen Lächeln. Ohne Grund meint man Lachen wie... Wer lacht? Die, bei denen es anfängt. Irrsinn! Irrsinn, ja. Sie lachen in der Öffentlichkeit und doch unter deren Ausschluss. Oder sie lachen Vorübergehende an. Nur so, mit einer Andeutung. Wie Verschwörer, die die anderen nicht wissen lassen wollen, dass die Spielregeln bald außer Kraft treten. Zur Sache! Gegen Mitternacht standen sie auf. Natürlich ist das eine Zeit, in der außer Bankräubern, Barmädchen und Dienstmädchen niemand aufsteht. Sie gingen zur Brooklyn-Brücke. Richtig, zur Brücke. Warum? Kein Warum. Sie gingen hin und da standen sie, an die Traversen gelehnt, um eine Weile zu schweigen. Dann redeten sie wieder weiter. Wenn du mitgehst, bis in die Chinesenstadt, dann kaufe ich dir ein Drachenhemd. So bin ich beschützt. Und wenn du mitgehst, bis ins Village, dann stehle ich eine Feuerleiter für dich, damit du dich retten kannst, wenn es brennt. Denn ich will dich noch lange lieben. So bin ich gerettet. Und wenn du mich begleitest, bis nach Halle, dann kaufe ich eine dunkle Hautfarbe für dich. Damit dich keiner mehr wiedererkennt. Denn ich allein will dich lieben und noch hinfällig. Wie lange? Spiel, Jennifer. Frag nicht, wie lange. Sondern sag, so bin ich geboren. So bin ich geboren. Und wenn du mich begleitest, bis nach Bowery, dann schenke ich dir die langen Lebenslinien vom Bettlecken. Denn ich will dich noch alt und hinfällig lieben. Ein Brief vom Eichhörnchen. Endlich wieder ein Brief vom Eichhörnchen. Was steht drin? Sag es niemand. Heute Nacht erwartet dich Jennifer auf dem Broadway. Unter dem Wasserfall von Pepsi Cola neben dem großen Rauchring von Lucky Strike. Ich sage es niemand. Wirst du kommen? Ich komme. Denn ich komme ja schon. Jetzt waren sie beim Spielen. Spielten Liebe. Sie spielten es überall. In den dämmerigen Bars am Broadway. In den dunklen Straßenecken. Unter den zuckenden Lichtkreiseln der 42. Straße, vor den Kinopalästen und im Strahlenregen künstlicher Sonnen und Kometen. Doch es erging ihnen beim Spielen wie beim Lachen. Sie verstießen gegen jeden vernünftigen Brauch, den man davon machen kann. Gegen 5 Uhr früh kamen sie zurück ins Hotel. Müde und ausgewaschen von zu viel Trunkenheit und Weltvergessen. Sie gingen nebeneinander her, blickten vor sich hin, weiter entfernt voneinander als im Spiel, im Lachen, im Schlaf. Dann die stummen Umarmungen oben, stummen Pflichten, getan ohne Aufregung, noch unter dem Gesetz, aber nicht lange mehr, nicht mehr lange! Diese Wühlarbeit ist ganz und gar sinnlos. Kein Motiv kommt zutage. Diese Vorgänge beweisen mir gar nichts. Und ich will endlich ihr Motiv kennenlernen. Entrüstung. Nein. Neid. Geben Sie mir Zeit. Ich bin guten Willens. So spricht ein guter Gott. Ich war auch damals guten Willens. Sie werden es mir nicht glauben, aber ich gab ihnen jede Chance. Am dritten Tag
hatte der Portier noch immer kein anderes Zimmer frei. Nachmittags fuhren sie im Zentralpark spazieren und gerieten in eine Parade. Tambourmajorinnen tänzelten davor her und schwangen ihre Beine hoch. Unverwüstlich, jung und straff, Balletteusen des Asphalts, die für die Kriegsopfer und die Kriegsgewinner ihr Rat schlagen. Die Bänder grenzten die Baumwipfel, Autodächer und Menschenköpfe. Die Kinder jubelten und die Eichhörnchen thronten auf den Resten des Rasens und steckten mit weggeworfenen Nussschalen ihr Reich ab. Und wo die Buden und Automaten zusammenrückten, neben den Seerosen des Tanks, da waren ein paar Bretter aufgestellt und ein Vorhang gezogen. Und für nur 5 Cent konnte jeder ein Theater erleben, das nicht seinesgleichen hat. Die Spieler, die Puppen an den Drähten zogen, waren Billy und Frankie, die beiden Eichhörnchen. Denn meine heiseren und blutrünstigen Hauptleute liebten in ihrer freien Zeit nichts so sehr, wie den Menschen grausige Spektakel in den schönen Worten unserer Dichter vorzuführen. Wenn sich ein Dutzend Zuschauer gefunden hatte, schloss man hinter ihnen den Vorhang. 2 andere Eichhörnchen griffen ins Holz und hauten ihre Krallen in den Stoff. Lebendige Haken. Drinnen war es dunkel und nur der Boden der kleinen Bühne glänzte, von Phosphor bestrichen, für Leichen gerichtet. Und das Programm mit Hinweisen wurde verkündet von den beiden Akteuren, deren Stimmen aus dem Hinterhalt kamen. Für nur 5 Cent, 5 der schönsten Liebesgeschichten der Welt. Orpheus und Eurydike. Tristan und Isolde. Romeo und Julia. Abelard und Eloise. Francesca und Paolo. Zur Hölle mit ihnen, zur Hölle. Bist du still? Und nun nähere zum ersten Stück. Die Versteinerung der geliebten Eurydike und ihr trauriges Ende im Totenreich. Orpheus der Sänger, zerrissen von verrückten Weibern und die Klage der schönen Natur am Ende. Tod zerrissen zu Ende. Tristan und Isolde, Stück von einer langhaarigen Königin und ihrem Helden. Einem wirksamen Zaubertrank, einem schwarzen Segel im rechten Augenblick und einem langen, schmerzhaften Sterben. Zur Hölle mit ihnen! Es kommt doch später, du Narr. Und gleich darauf das süße Sterben des schönen Romeo und seine Julia im dunklen Verona. Mit Krüften, alten Mauern, einem Mond und viel Feindlichkeit als Versatzstücken. Bravo, die Deutschen nicht zu vergessen. Ein Abstecher ins frühe Frankreich. Abela und Eloise. Oh, Bill, ich kann nicht ernst meinen, deine beiden. So eine tolle Liebe. Und wie wird Eloise schmachten? Oh, wie peinlich wird das sein? Es machte mich schon immer verrückt, wenn die stolze Titania die Riesen umarmte. Aber das ist... Oh, das ist zum Sterben. Zur Hölle mit ihnen! Ich höre, kommt das dann Ende. Ich weiß, Paola und Francesca, aber es amüsiert mich so. Meine Damen und Herren, 2 Liebende ist wieder in fernen Italien. Ein Stück und seine Verführung als Hintergrund und das Inferno als Ausblick. Sag ich nicht. Zur Hölle mit Ihnen. Fürchten Sie sich nicht. Sie werden viel Blut sehen. Riechen und schmecken. Schreie, schwüre. Und die Hölle. Und Sie werden geradewegs in die Hölle blicken. Das ist unser bescheidenes Programm für heute. Die Vorschau auf morgen. Das furchtbare Lieben und Sterben von einigen anderen Paaren. Überlieferte Chroniken. Bekannte Schauerstücke und Zeitungen aus aller Herren Länder. Die demidianischen toten Ellern. Dem bestialischen Rheinland. Und dem stinkenden Venedig. Die
Die vorzügliche Kulissenabgabe für die Entwicklung schöner Gefühle. Und jetzt alles hersehen, alles herhören. Wie viel Mühe Sie sich beim Spielen geben. Und wie spaßig Sie sind. Hat es dir nicht gefallen? Doch, aber hat kein Eichhörnchen einen Brief zugesteckt? Ich habe nichts bemerkt. Sie tun es so heimlich. Lass mich in meine Tasche sehen. Da ist der Zettel. Darauf steht... Zur Hölle! Aber nein, darauf steht... Heimgehen. Bitte. Und immer wieder gingen sie zurück in dieses Zimmer, das sich vier Wände dazu hergeben mögen. Auch dazu werden Wände gebaut, damit ein natürliches und gesundes Empfinden etwa zu seinem Recht kommt. Aber es ist weder natürlich noch gesund. Sie umarmten einander und dachten schon an die nächste Umarmung. Und sie gaben einem Verlangen, das von der Schöpfung nicht so gedacht sein kann, mit einer Laune nach, die ernsthafter war als jeder Ernst. Und sie schworen sich Gegenwart und sonst nichts. Mit jedem Blick, jedem heftigen Atemzug und jedem Griff in das hinfälligste Material der Welt. Dieses Fleisch, das vor Bitterkeit traurig schmeckte und in dem sie gefangen lag, verurteilt zu lebenslänglich. Sein, dass ich dir versprechen werde, nach meiner Rückkehr Briefe zu schreiben. Aber du darfst mir nicht trauen. Willst du den Text wissen? Ja. Mein Liebling, ich habe alles gründlich überdacht. Du bist mir sehr wichtig geworden, teuer geworden. Schreibe mir am besten Postlager, ob auch für dich diese Tage. Aber das erkläre ich dir später, dadam. Über alle Entfernungen hinweg umarme ich dich, mein Liebling. Dadam, dadam. Wir müssen, wir sollten, wir werden einen Weg finden, trotz jeder Entfernung. Schreiben. Du wirst mir wirklich schreiben? Das war ein Scherz. Aber ich möchte, ich werde zu keinem Scherz mehr aufgelegt sein, nach alledem. Ich glaube, ich verstehe dich nicht. Du wirst bald verstehen. Ich bin wahnsinnig vor Begierde nach dir. Und trunken, mein Geist. Du bist wie Wein in meinem Blut. Du nimmst Gestalt an aus Traum und Rausch, um mich zu verderben. Was ist das? Das sind Worte. Für dein Gefühl? Mein Gefühl habe ich ausgezogen und zu den Kleidern gelegt. Dein Inneres sagt mir das? Mein Inneres. Ich habe lange gesucht und geforscht in all den Jahren. Aber ich habe in meinem Inneren nie jemanden gefunden. Das Telefon. Soll ich antworten? Bitte. Hallo? Ja. Ja, ich verstehe. Es ist gut. Danke. Du hast einen Platz auf dem Schiff. Du kannst fahren. Denk da. Ich bin fertig. Mein Koffer ist gepackt. Viel leichter ist. Es könnten Federn darin sein. Fluggepäck? Was muss ich jetzt sagen? Leb wohl? Sag nichts.
Sag, wenn du kannst, das war leicht. Es war schön. Es wird leicht sein. Es war schön. Ich sage besser nichts. Gehst du zuerst? Oder gehe ich? Du kannst nachsehen, ob kein Taschentuch zurückgeblieben ist. Ich lasse immer eins liegen. Ein Tuch zum Winken mit einem Tropfen Parfum drin. Keine Träne. Kennen wir miteinander? Nein. Bis auf die Straße. Wenn du willst. Es ist eh schon egal. Ist es nicht so? Ja. So ist es. Erdgeschoss. Erdgeschoss. Es wird leicht sein. Ich muss die Rechnung noch bezahlen. Ich gehe! Treffen der Veteranen! Treffen der Hammel! Treffen der alten Trommler! Jennifer! Sie muss hier vorbeigekommen sein. Mit einem Koffer. In rosa und weiß. Mit Locken, die über die Ohren fallen. Und diesen Blick. Wie gefällt Ihnen? Gesehen? Nichts hat man gesehen. Rosa und weiß. So sind sie alle. Mir ist das auch einmal passiert. Die sehen Sie nie wieder. Jennifer! Treffen Jennifer! Du? Treffen der alten Trommler! Gib mir deinen Koffer. Ja. Wie hast du das da tun können? Stehst ja herum und bläst in deine Handballen und schreist auch noch das Haar aus der Stirn. Wir gehen zurück. Ja. Wie hast du nur gehen können? Ich werde es dir nie verzeihen. Ja. Ich sollte dich schlagen vor allen Leuten. Schlagen werde ich dich. Ja, ja. Wirst du auch einmal fortgehen? Auch wenn ich dich fortschicke? Nein. Weißt du wieder, wo du hingehörst, obwohl du den Verstand verloren hast? Ich weiß bloß keinen Platz mehr für uns. Aber wenn du ihn wüsstest, dann wüsste ich ihn auch. Ich weiß ihn. Sag, ob es nicht dein Blick war. Ja. Als ich die Rechnung bezahlte, da hörte ich, dass im 30. Stock ein Zimmer frei geworden ist. Auf der Straßenseite. Und da musste ich doch innehalten. Ich meinte, dir nachgehen und es dir sagen zu müssen. Oh ja. Ja. Weil du es doch so sehr gewünscht hast. Und ich dir noch keinen Wunsch erfüllt. Und auch noch nichts geschenkt habe. Küss mich. Auch auf der Straße. Auch vor dem Fenster mit orangen und braunen Ananas darin. Und vor dem Kreuz des Rettungswagens. Und dem Dromedar, was der Zirkusmagier vorüberführt. Und auch vor den Kernen, die geflogen kommen von Pfirsichen und grünen Datteln und die Molotten hier wegwerfen. Und du hast keine Angst, dein Gesicht zu verlieren? Auf der Straße? Nein. Und ich weiß auch schon, warum. Sag. Weil jeder sehen kann, dass ich bald ganz verloren sein werde. Und vergehen nach Erniedrigung. Und mich jetzt hinrichten ließen würde von dir oder wegwerfen wie ein Zeug nach jedem Spiel, das du ersinnst. Du musst einmal sehr stolz gewesen sein, Jennifer. Und ich bin jetzt sehr stolz auf dich. Jennifer! Mir ist gar schwindelig, weil du mich geliebt hast oder mich wieder lieben wirst. Halt mich fest. Sag nichts mehr. Wir sind gleich da. Du wirst zwischen frische Tücher gelegt, bekommst zu trinken und Eis auf die Stirn und eine Zigarette. Kein Wort mehr. Ich glaube fast, ich war ohnmächtig.
Danny. Ich wusste nicht, dass man so ohnmächtig werden kann. Auch eine Erfrischung, auch eine Zigarette. Nur einen Schluck Wasser. Stockwerk ist natürlich viel besser als siebentes. Und beides sehr viel besser als so in der Erde zu wohnen. Besonders hier. Überall. Oben ist die Luft dünner. Die Geräuschwellen gleiten ab an den Mauern. Und alles sinkt so sichtbar zurück in ein Flussbett, auf dem Treibholz schwimmt. Ehemalige Gefährten, alte Lasten, hilflose Flößer mit kurz gesteckten Zielen. Eine Miniaturausgabe des Alltags ist belustigend. Und aus einiger Entfernung betrachtet, schrumpft der gesunde Menschenverstand ein und zieht einen grauen Stumpfsinn zum Verzweifeln ähnlich. Die beiden hatten ihn wohl schon nicht mehr. Den gesunden Menschenverstand. So reden Sie? Einfühlung. Ja. Es gibt nämlich einiges in den Höhlen, wo die Adler nicht wohnen. Freiheit. Ein Unwesen, das die Phalanx der Liebenden in Besitz nimmt und verteidigt, voller Verblendung. Darum bin ich auch dieser Zigeunerin auf den Fersen, die von nirgends herkommt und nirgends zu Hause ist und die diese Horste begünstigt, die so gedockt unten geht und plötzlich über den Asphalt und auffliegt, damit ihre Füße keine Spur hinterlassen. Der Liebe, könnte ich sagen. Ihr, die wir nicht fassen und hierher bringen können und die niemals aussagen wird, nirgends zu finden, schon nicht mehr zu finden, wo sie eben noch war. Und ich könnte schwören, dass sie sich kein Gewissen macht, dass sie, die gestern noch jenen beiden die Welt verdunkelte, die Pappeln ins Dunkel ragen ließ und die Mimosen erzittern lässt, heute schon zwei anderen die Welt versüßt. Dass sie sich kein Gewissen macht, sondern dass sie sich ihr schwarzes Mieder festschnürt und ihren roten Rock wirbeln lässt und wieder zwei anderen die Welt verdunkeln mit ihren vor Trauer unsterblichen Augen. Nicht zu fassen. Freilich nicht hierher zu bringen. Aber was sich fassen lässt, die Tatsache. Wie sieht es denn im 30. Stockwerk aus? Das Zimmer ist lichter als der Tag. Wenn man von Einkaufen nach Hause kommt, da brät man sich ein paar Fische mit Fadenglotzaugen in der Kochnische. Anschließend wäscht man sich ein paar Strümpfe und ein paar Socken. Man hängt sie dann über den stählernen Arm, an dem man auch Gymnastikübungen machen könnte. Wenn man nichts Besseres zu tun hätte. Man nennt das schon Zuhause.
Man beugt sich manchmal aus dem Fenster, rauft Stroh und Binsen aus einer Besenreklame und klebt sie an die Wand, damit das Zimmer einem Nest ähnlicher wird. Man sperrt zweimal die Tür auf, steht dann ein drittes Mal auf, um sich zu vergewissern, ob sie auch wirklich verschlossen ist. Immer seltener geht man raus. Man hat keine Zigaretten mehr. Einer von beiden möchte welche holen gehen. Doch man geht dann zu zweit. Briefe vom Eichhörnchen. Massenweise! Die Post häuft sich und Billy und Friendly tanzen auf den Korridoren auf und ab und spenden durchs Schlüsselloch. Von wem Gnade? Wozu? Eines muss ich richtigstellen. Die ausschweifende Fantasie meiner Handlanger habe ich nur gelenkt und benutzt. Meiner Nüchternheit war sie zuwider. Mit solchen Auswüchsen hat man es nur bei niederen Kreaturen zu tun. Mordlust ist mir fremd. Sie bestreiten! Es geschah nur recht. Sie bestreiten. Wozu dann Gnade? Dann keine Gnade. Ah! Errette mich! Ist das aus dir geworden? Bist du es geworden? Aus einem rosaroten Mädchen mit Tagebüchern, Gute-Nacht-Küssen und Autoküssen, mit vollgekristelten Heften unter dem Arm. Und diesen Blick, sehr nett und wie gefällt ihm? Wozu sind die Feuerleitern da, an allen Häusern? Damit man sich retten kann, wenn es brennt. Und wozu sind die Feuerlöscher in allen Zimmern? Damit man löschen und sich retten kann. Errette mich vor dir und vor mir. Mach, dass wir nicht mehr kämpfen. Und dass ich wieder stiller werde zu dir. Weinst du? Wein doch. Glaubst du, dass wir wahnsinnig sind? Vielleicht. Verachtest du mich? Nur ein wenig.
Nur so viel, dass mein Staunen nicht endet über dich. Aber ich bin auch erstaunt über mich. Wirst du morgen heimfahren? Nein. Aber ich weiß doch, dass es nur ein Aufschub ist. Immer wieder ein Aufschub. Wozu? Frag nicht. Weil vielleicht noch etwas aussteht. Aber wo ist deine Neugierde hin? Du wolltest mir ganz andere Fragen stellen und Antworten auf Fragen geben, die du in mir vermutest. Ja. Ja, lass uns endlich reden und überlegen. Erzähl. Etwas aus der Kindheit? Geschichten vom Land und aus der Stadt? Eltern, Tanten, Onkel? Aus der Schulzeit? Von vergrämten Lehrern, Kreideschlachten und bestandenen Prüfungen? Ich bin geboren worden und dann war es bald zu spät. Das ist vielleicht töricht von mir, obwohl ich glaube, wissen zu müssen, wie alles war. Dann könnte ich dir noch erzählen, welchen Ideen und Gesinnungen ich mich versucht habe und wie viel Geld ich jetzt mit Ideenlosigkeit verdiene und wie die weiteren Aussichten sind. Oder die das Land beschreiben. Berge, Apfelbäume, unten aus die Grenzverhältnisse. Aber ihr sagt hier nur Europa. Europäer. Wie könnte ich da so kleinlich sein und von Apfelbäumen reden und die Pinien und Strände außer Acht lassen, jetzt aufgeben mag. Überdies ist alles sehr weit weg und kriegt keine Aufschriften mehr für mich. Und... Aber... Noch etwas? Die andere, die es vor mir gegeben hat. Und was bedeutet jetzt ich? Die unauslagliche, beliebte Frage. Ich bin ja vorbereitet. Aber was willst du damit? Wenn ich nun etwas erzähle von vielen Frauen oder von wenigen, von Enttäuschungen, so sagt man doch. Das Vokabular ist mir durchaus geläufig und ich habe mir für die Vergangenheit einige Fassungen zurechtgelegt. Es gibt eine tragische Fassung und eine leichtsinnige. Eine mit einem roten Faden und eine, die bloß als Statistik gelten kann. Aber wäre es nicht zu wünschen, dass du sie mir alle erließest? Ja. Nur als du von dem Brief sprachst, den du mir nie schreiben wirst. So sagtest du, schreib mir am besten postlagernd, aber das erkläre ich dir später. Ich wollte mich wohl verraten. Denn es gibt tatsächlich jemand drüben, der auf mich wartet. Immer wartet jemand. Oder es hätte nie anfangen dürfen. Man wird ja weitergereicht. Eine Beziehung löst die andere ab. Man siedelt von einem Bett ins nächste. Was wirst du sagen, wenn du zurückkommst? Nichts. Als wäre nichts geschehen? Das habe ich nichts gesagt. Ich will damit nicht einmal sagen, dass ich zurückkommen werde. Aber so oder so gilt, dass es nichts zu sagen gibt. Weil es einfacher ist? Oh, es ist alles so einfach. Einfach! Wein doch. Aber vergiss nicht, dass auch du gesagt hast. Sag es niemand. Weil es in den Briefen steht, die von den Eichhörnchen kommen. Sie werden schon wissen, was sie schreiben. Und wenn sie es nicht wissen? Was hättest du davon, wenn du von meinen Schwächen oder von meinen guten Taten wissen würdest? Ich will nichts von dir wissen, dich ausklammern aus deinen Geschichten. Wenn du gehst, bewegst, blickst, mir folgst und kein Wort mehr findest, willst du dich ausweisen wie kein Papier, kein Zeugnis, die ich je ausweisen würde. Ich zittere nicht um deine Identität. Aber wir könnten ja versuchen, eine gemeinsame Basis zu finden, wenn du Wert darauf legst. Nicht so! Nicht so! Was weißt du von Interferenzen und von Automation? Von Quantenlauden und intersubjektiver Verifikation? Nicht so. Von nuklearen Veränderungen, Psychopathologie oder von Paralytikum? Bitte nicht. Darüber wird man also nicht reden können. Nein. Über anderes vielleicht? Was du willst. Ich werde mir Mühe geben. Warum Mühe?
um dir näher zu kommen. Würdest du eine Meinung äußern? Welche? Das frage ich dich. Ist dir das so wichtig? Nein. Ich möchte nur wissen, wenn wir schon dabei sind, was bleibt. Wenn du keine Meinung hast, dir trotzdem Mühe geben willst und so weiter. Stoß mich nicht zurück. Es gibt noch andere Möglichkeiten zu kommunizieren. Wir könnten die Theater besuchen und in den Pausen Gedanken austauschen über den gut fabrizierten Feuerzauber. Von welchem Theaterstück sprichst du? Von einem, das ich mit dir nie sehen werde. Und was ist mit der Musik? Wenn wir Muse haben, hören wir uns ein bedeutendes Klavierkonzert an, dessen geistvolle Organik besticht und dessen Exzellenz man Brillanz nachüben möchte. Du meinst eine ernste Musik? Und wenn das nicht hilft, dann werden wir Galerien besuchen und mit angeschränkten Augen einen Farbwert erfassen. Und wenn das nicht hilft, dann wirst du kochen lernen und mich mit Soßen, Frittaten oder Desserts unterhalten. Abends bleibt der Ausweg ins Kino. Man starrt miteinander gebannt auf die Leinwand und entspannt sich. Irgendetwas, verlass dich drauf, wenn sie schon finden, dass uns zusammenhält. Für Kinder zum Beispiel, Sorgen, schlechtes Wetter. Verlass dich drauf. Mir soll alles recht sein. Mir auch. Du bist schön, wenn du zornig wirst. Ich bin jetzt nicht zornig. Ich möchte nur ausbrechen aus allen Jahren. Und einen Gedanken aus allen Jahren. Und den Bau niederreißen, der ich bin. Der andere sein, der ich nie war. Du bist schön. Und du bist ja schon, wie du nie warst. Und ich werde dir noch etwas sagen. Es ist unmöglich, dass das mit uns geschehen soll. Du mein, ich dein. Vertrauen gegen Vertrauen. Freundschaft halten. Lass uns an die Zukunft denken. Ein Trost sein. Ein Trost sein. Du bist der erste Mensch, der kein Trost ist für mich. Meine Freunde und Feinde waren zu ertragen, auch wenn sie mich lähmten und meine Langmut verbrauchten. Alles war zu ertragen. Du bist es nicht. Du bist schön. Und ich bete dich an. Ich küsse deine Schulter und denke nichts dabei. Heißt das trostlos sein? Ja. Aber es ist nur der erste Angriff. Der erste Schlag auf eine Kette, den ich zerbrechen will. Aber horch, schon springt sie. Und wenn sie dann langsam und lautlos zerbrechen wird, wirst du wieder nichts dabei denken. Aber es wird dann das Gesetz der Welt auch nicht mehr auf uns liegen. Die beiden machen es nicht mehr lange. Verdrehen schon die Augen. Starren ins Ungewehre. Lästern! Karten auf den Tisch. Was sagt der letzte Wisch? Was sagt unser Meister? Warten. Abwarten. Aber so. Sollen wir Ihnen noch einen Brief schreiben? Ja. Aber einen, der den Puls beschleunigt, den Druck hinaufsetzt. Zum Teufel mit Ihnen! Was schreiben wir? Sag es niemand.
versteht sich. Ich könnte mich ins Fell beißen, mir fällt nichts ein. Na, weiß nicht. Au! Au! Na, noch immer nichts. Ich hab's. Wird was Rechtes sein. Höher hinauf müssen Sie. Kopfnüsse vielleicht? Behalt deine Nüsse! Im letzten Stock muss ein Zimmer frei werden. Gib die Kartei her. Ja, wie hoch? Wer schmort jetzt oben? Wie hoch eigentlich? Im 57. Stock? Das wäre der letzte. Herr. Mrs. Mister, wir probieren es. Wie? Er muss heraus. Wir kommen angehüpft. Mit einem Sprung fliege ich ihm auf die Brust und er packt seine Koffer vor Schreck. Zieht aus und zieht ihn ein. Und dann? Dann kriegen Sie und müssen haushalten der Stimme. Verliere den Boden unter den Füßen, Fühlschwindel und Pfeifen. Pfeifen auf die himmlische Erde. Himmlisch. Das geht schneller. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich bin, dass ich Frankie. Tatsächlich zog ein Mann aus dem letzten Stock aus diesen oder anderen Gründen aus. Der Portier erinnerte sich an ein Trinkgeld, das er von den beiden bekommen hatte, und quartierte sie um. Von dem Zimmer oben gab es eine seltsame Eine im Flug verlassene Welt lag unter ihnen. In einem Auge konnte man schon den Mond, im anderen noch die Sonne haben. Und das Meer wölbte sich sichtbar in der Ferne und zog Schiffe und Rauch hinunter an ferne Erdteile. Was für ein Manöver, dieser Umzug. Dachten Sie oben, unbemerkter handeln zu können? Nein, nur rascher. Ich trieb die Dinge nur voran, die nicht mehr aufzuhalten waren. Außerdem hatten sie auch nahezu kein Geld mehr und ich wollte ihnen all diese ablenkenden Sorgen ersparen. Sie wissen ja, wie teuer die Zimmer oben sind. Auch noch Mitleid? Ja, ich weiß. Ist es richtig, dass wir zur letzten Nacht kommen? Zu einer, die auftrat vor dem letzten Tag wie die allerletzte, mit einer unbändigen Temperatur, fieberheiß. Der Ventilator war ohnmächtig. Damals wie heute. Das Eis schmolz im Glas, ehe man es an die Lippen hob. Und die beiden hatten keine Bedenken? Sie hatten den Brief und glaubten aufs Wort. Bedenke es.
Wieder ein Blick. Wieder ein Zeichen. Gute, liebe Eichhörnchen. Umzug am Abend. Einzug in die Nacht selbst. Ich werde meine Haarbürste neben deine legen. Deine Bücher aufstellen. Deine Jacke aufhängen neben meinen Röcken. Ich möchte jetzt alles so hinlegen und stellen, als blieb es für immer. Was für ein Augenblick. Und ich möchte mir einprägen für immer. Die stille Nacht, die feuchte Glut und die glänzende Insel, über der wir sind. Und das Licht, das wir hier anbrennen werden. Zu niemandens Ehre. Komm. Lass aus der Hand fallen, was du hältst. Lass alles fallen für immer. Ich fühle, dass ich nie besser wissen werde, auf welchem Längen- und Breitengrad ich mich befinde. Und nie besser, worauf alles gegründet ist, als in diesem beliebigsten Zimmer. Genau hier ist es zu spüren, wo es wenig Erde gibt. Hier ist Raum. Und du beherbergst mich, den Fremden. Weil er von weit her kommt und weit fort muss, schlage ich ihm das Bett auf und stelle den Wasserkrug neben ihn. Aber er tappt noch in manchen Dunkeln und findet sich oft nicht zurecht. Er erzeugt noch Befremden, weil sein Akzent hart ist. Und er vermag noch kein Vertrauen einzuflößen. Ich möchte jetzt eine Karte haben, die sich mich dir erklärt. All meine Wüsten sandfarben darauf und weiß die Tundre und eine noch unbetretene Zone. Aber da ist auch eine neue grüne Zeichnung darauf, die da besagt, dass der Kältesee in meinem Herzen zum Abfließen kommt. Endlich. Endlich. Und ich möchte ein Buch haben, aus dem ich erfahre, was in dir vorkommt. Klima, Vegetation und Fauna. Die Erreger deiner Krankheiten. Und ihre stumm verbissenen Gegner in deinem Blut. Und die Lebewesen, die allerkleinsten, die ich mir herüberhole mit meinen Küssen. Und ich möchte sehen, was jetzt ist, abends, wenn dein Körper illuminiert ist und wahr und aufgeregt ein Fest begehen möchte. Und ich sehe schon durchsichtige Früchte und Edelsteine, Kornelian und Rubin, leuchtende Mineralien, in eine Ferie verwandelt, die Blutbahn. Sehen, schauen, alle Schichten losgelegt. Die Decken feinen Fleisches, weiße seidige Häute, die deine Gelenke umhüllen, entspannte Muskeln, das rauchige Licht in deiner Brust. Schön polierte Knochen. Und den kühlen Schwung dieser Rippen. Alles sehen. Alles schauen. Könnte ich mehr tun? Mich aufreißen für dich und in deinen Besitz übergeben mit jeder Faser. Und wie es sein soll. Mit Haut und Haar. Und hör, das Ohr an dich legen, weil es nie still ist in dir und eine auf- und absinkende Windwoge in deiner Lunge gibt. Das Geräusch von einem Kolben, der niederfällt in deiner Herzkammer. Den ängstlichen Laut, wenn du schluckst. Das Geisterknacken deiner Glieder. Rauch mich aus, denn ich kann keine Geheimnisse vor dir haben. Aber werde ich hinter alles kommen? Es wird mich Eifersucht heimsuchen,
und nicht freigeben, ehe ich die okkulten Farben innen kenne. Das ausgeschüttete Salz im Gewebe, Larven und Lampione darin, Mosaikböden mit den Darstellungen versunkener Mythen, Schwammwerk und Mark. Die ganze verschwenderische Anlage, die du beherbergst und die ohne Ruhm vergehen soll. Vergehe ich schon? Und vergehe ich nicht wegen dir? Dann ist wenig Zeit auf der Welt. Denn wenn alles entdeckt und verformelt sein wird, wird die Glasur deiner geschmeidigen Augen und die blonde Haarstelle auf deiner Haut von mir noch nicht begriffen sein. Wenn alles gewusst, geschaffen und wieder zerstört sein wird, werde ich noch verführt werden im Labyrinth deiner Blicke. Und es wird mich das Schluchzen, dass dein Atemweg hinaufkommt, bestürzen wie sonst nichts. So wenig Zeit. Viel zu wenig Zeit. Und darum will ich dein Skelett noch als Skelett umarmen und die Kette um dein Gebein klirren hören am Nimmermeertag und das verweste Herz und die Hand voll Staub, die du später sein wirst, in meinen zerfallenen Mund nehmen und ersticken daran. Und das Nichts, das du sein wirst, durchwalten mit meiner Nichtigkeit. Bei dir sein möchte ich bis ans Ende aller Tage und auf den Grund dieses Abgrunds kommen, in den ich stütze mit dir. Ich möchte am Ende mit dir, ein Ende. Und eine Revolte gegen das Ende der Liebe, in jedem Augenblick und bis zum Ende. Mein Ende. Sag es zu Ende. Es ist da eine Niedertracht von Anfang an. Und keine Blasphemie wird ihr Ausmaß erreichen. Was müssen wir uns vorhalten lassen mit Liebe, dieser Flammschrift, und auslöschen sehen, wenn wir näher gekommen? Wer hat geschrien, dass Gott tot ist? Oder gestürzt in die Donnerhallen. Oder dass es ihn nicht gibt. Ist er nicht so wenig verklagt in der wenigen Zeit? Reißen wir unsere Herzen aus für ein Nichts? Lieg mich. Damit ich nicht schlafen und aufhören muss, dich zu lieben. Lieg mich. Damit dein Einsehen ist. Denn warum sollte ich mir vorhalten lassen, wie oft und wie lange ich dich zu halten habe? Warum sollte ich dich nicht festhalten, dich foltern und in dir verzweifeln können an allem, obwohl ich dich will? Ich will dich nicht verlassen und betrügen in Traumwelten und mich betrügen lassen in Schlafwelten. Ich will, was noch niemals war. Kein Ende. Und zurückbleiben wird ein Bett, an dessen oberen Ende sich die Eisberge stoßen und an dessen unteren Rand jemand Feuer gelegt hat. Und zu beiden Seiten nicht Engel, sondern Dulden aus Papageienfutter. Dürre Geflechte aus Hungerland. Schlaf nicht ein. Ich bitte nicht. Ich werde nicht mehr schlafen. Dich nicht mehr lassen. So komm. Ich bin mit dir und gegen alles. Die Gegenzeit beginnt.
Wovon ist die Rede? Von einem anderen Zustand, einem Grenzübertritt, von etwas, das Sie und ich nicht erwogen haben. Wir haben hier schon mit allen möglichen Dingen zu tun gehabt. Sie haben nur mit mir zu tun, damit aber gar nichts. Anmaßungen! Wollen Sie auch behaupten, dass die Geschichte von M. Hay und diesem Bainfield und all den anderen, die Sie... Ich? Die getötet wurden, ähnlich verlief? Das kann ich nicht behaupten. Jede Geschichte fand in einer anderen Sprache statt. Bis in die Wortlosigkeit verlief jede anders und auch die Zeit war eine andere, in die jede getaucht war. Aber wer sich nicht damit beschäftigt hat, der mag wohl Ähnlichkeiten drin sehen, so wie es auch Ähnlichkeiten zwischen zwei Beinen gibt. Aber alle hatten die Neigung, die natürlichen Klammern zu lösen, um dann keinen Halt mehr in der Welt zu finden. Sagt man nicht. Es seien nicht immer die Mörder, sondern manchmal die Ermordeten schuld. Versuchen Sie nicht, die Dinge auf den Kopf zu stellen und die Worte zu verdrehen. Ich versuche nichts dergleichen. Ich möchte Sie nur davon unterrichten, dass die beiden an nichts mehr glaubten. Und ich in gutem Glauben handelte. Sie? Wollen Sie mein Glaubensbekenntnis? Ich glaube an eine Ordnung für alle und für alle Tage, in der gelebt wird, jeden Tag. Ich glaube an eine große Konvention und ihre große Macht, in der alle Gedanken und Gefühle Platz haben. Und ich glaube an den Tod ihrer Widersacher. Ich glaube, dass die Liebe auf der Nachtseite der Welt ist. Verderblicher als jedes Verbrechen, als alle Ketzerei. Ich glaube, dass wo sie auftritt, ein Wirbel entsteht wie vor dem ersten Schöpfungstag. Und ich glaube, dass die Liebe unschuldig ist und zum Untergang fühlen, dass es nur weitergeht mit Schuld und dem Kommen vor alle Instanzen. Ich glaube, dass die Liebenden gerechterweise in die Luft fliegen und immer geflogen sind. Da mögen sie vielleicht unter Sternbilder versetzt worden sein. Haben Sie nicht gesagt? Er hat sie nicht begraben. Haben Sie das nicht gesagt? Ja. Ich wiederhole es nur. Nicht begraben, versetzt, unter Bilder. Versteht Sie? Sie sind ein krankhafter Phantast. Jeder Mensch könnte Ihnen aus eigener Erfahrung eine Reihe von glücklichen Paaren nennen. Die Jugendfreundin, die später an einen Arzt geriet, die Bauern auf dem Land, die schon 5 Kinder haben, die 2 Studenten, die einen Ernst fürs Leben und füreinander verraten. Ich gestehe Ihnen unzählige zu. Doch wer wird sich mit Menschen beschäftigen, die nach einem anfänglichen Seitensprung in die Freiheit ohnehin Instinkt bewiesen haben, die das bisschen anfängliche Glut zeigten und eine Heilunternehmung gegen die Einsamkeit draus machten, eine Kameradschaft und wirtschaftliche Interessengemeinschaft. Ein annehmbarer Status innerhalb der Gesellschaft ist geschaffen. Alles im Gleichgewicht und in der Ordnung!
Was anderes ist nicht möglich und gibt es nicht. Weil ich es ausgerottet und kalt gemacht habe. Ich habe es getan, damit es Ruhe und Sicherheit gibt. Und auch dafür, dass Sie hier ruhig sitzen können und sich Ihre Fingerspitzen betrachten können. Und auch dafür, dass der Gang aller Dinge der bleibt, den wir bevorzugen. Es gibt nicht zwei Richter, die es nicht zwei Ordnungen gibt. Dann müssten Sie mit mir im Bunde sein. Und ich weiß es nur noch nicht. Dann ist es vielleicht nicht beabsichtigt, mich außer Gefecht zu setzen, sondern etwas zur Sprache zu bringen, worüber besser nicht geredet werden sollte. Und zwei Orte wären einer. Auf dieses Jahr? Ja. Auffliegen müssen Sie. Spurlos, denn sie sind wie die seltenen Elemente, die da und dort gefunden werden. Jene Wahnsinnsstoffe mit Strahl- und Brandkraft, die alles zersetzen und die Welt in Frage stellen. Noch die Erinnerung, die von ihnen bleibt, verseucht die Orte, die sie berührt haben. Dieses Gericht wird ohne Beispiel sein. Wenn ich verurteilt werde, wird es zur Beunruhigung aller geschehen. Denn die, die hier liegen, müssen umkommen, oder sie haben nicht gelebt. Sie müssen zu Tode gehetzt werden, oder sie leben nicht. Man wird mir entgegenhalten, dieses Gefühl gibt sich, verläuft sich, aber da ist kein Gefühl, sondern nur Untergang, und es gibt sich eben nicht. Und es kommt doch darauf an, auszuweichen, sich anzupassen. Bei allem, was Ihnen recht ist. Antworten Sie! Ja. Auf dieses Jahr folgt nichts mehr. Daraufhin ginge ich noch einmal hin und täte es noch einmal. Herein. Sie sind allein? Ja. Bitte? Ich möchte nur ein Paket abgeben. Es ist bestellt worden für Sie. Ich weiß nichts davon. Es soll eine Überraschung für Sie sein. Ein Geschenk? Ja. Ich darf es hier abstellen. Und Sie werden nicht neugierig sein und warten, bis Sie nicht mehr alleine sind. Oh, gewiss. Ich bin nicht neugierig. Ich kann jetzt warten. Warten. Er wird gleich zurück sein. Ja, er ist nur für eine Weile fortgegangen. Er beeilt sich, obwohl es nicht mehr eilt. Und es ist ein Tag der Überraschungen heute. Sehen Sie, es ist ein ganz besonderer Tag. Danke.
gehen nicht? Es ist gut. Danke. Sie danken mir? Ja. Aber ich muss jetzt allein sein, verstehen Sie? Weil heute Abend ein Schiff ausläuft, das ich mir nicht mehr fortnehmen kann und weil mir dann das Glück die Kleider zerreißen wird. Gehen Sie bitte. Weil ich zu niemandem sprechen darf. Ich bin außer mir. Ich brenne bis in meine Eingeweide vor Liebe und ich verbrenne die Zeit zur Liebe, in der er hier sein wird und noch nicht hier ist. Ich bin gesammelt. Über diesen Augenblick hinaus bis in meinen letzten und liebe ihn. Gehen Sie endlich! Sehen Sie mich nicht so an. Atmen Sie nicht diese Luft hier, ich brauche Sie. Ich liebe. Gehen Sie fort von hier. Ich liebe. Kein Brief vom Eichhörnchen. Großer Gott. Ein Brief vom Eichhörnchen. Darin steht, sag es mir. Sagen Sie das nicht. Sie nicht. Niemand. Niemand weiß. Niemand. Schön gestoben, schön geflogen. Aber er war nicht da. Ist nicht gekommen. Schwein, ich hab mir das Fell versenkt. Wäre fast auch mitgeflogen. Was melden wir? Gründliche Explosion und schlechte Berechnung. Ein Toter zu wenig. Und der Meister wartet unten in der Halle. Wollte sich's anhören! Ich traue ihm die Tore zu vorhin. Ich habe es schnell versenkt. Die Arme nach ihm aus.
Er war normal, gesund und rechtschaffen. Wie ein Mann, der vor dem Abendessen ein Glas in Ruhe trinkt und aus seinem Ohr das Geflüster einer Geliebten und aus seinen Nüstern den hinreißenden Geruch verscheucht hat. Ein Mann, dessen Augen sich wiederbeleben am Druckerschwärze und dessen Hände sich schmutzig machen müssen an einer Theke. Er war gerettet. Die Erde hatte ihn wieder. Jetzt wird er längst zurück sein und bei schlechter Laune und mäßigen Ansichten lange leben. Und vielleicht nie vergessen. Meinen Sie? Ja. Sind wir am Ende? Gehen Sie den langen Gang hinunter bis zum Paternoster. Sie kommen zu einem Nebenausgang. Niemand wird Sie aufhalten. Die Anklage bleibt aufrechterhalten. Das Urteil, Ihren Spruch, werde ich nie erfahren. Welcher Blitz schwimmt in Ihren Augen, Euer Gnaden? Mit welchem Vorbehalt fragten Sie? Und mit welchen antworten Sie jetzt? Schweigen. Bis zuletzt. Schweigen!